Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielt der Meidrich MSV gegen Dynamo Dresden. Aus den letzten drei Partien konnte der MSV 5 Punkte holen. Heute kommt Dynamo Dresden. Es wird heute sehr schwer. Dynamo Dresden ist ein Spitzenteam. Über einen Punkt oder sogar mehr wäre sehr geil, würde ich mich sehr freuen. Aber naja, sehr unrealistisch. Am Mittwoch kommt noch Freiburg 2. Da sind auf jeden Fall 3 Punkte Pflicht. Ja, was gibt's Neues von der Westender Straße? Unter der Woche gibt es einen neuen Sportdirektor. Ich möchte mich eigentlich gar nicht so zu diesem Thema äußern, denn es sollte eine Neuausrichtung beim MSV geben. Für mich ist es keine Neuausrichtung, sondern eher eine interne Lösung, eine Notlösung. Wie seht ihr es denn? Schreibt gerne dazu in die Kommentare. Ja, gleich geht's hier in diese wunderschöne Arena. Ich hoffe auf ein paar mehr Zuschauer als bei den letzten Spielen. Die Dresdner sind wie immer mit Begeisterung mit dabei. Über 1000 Fans begleiten die Dresdner heute zum Auswärtsspiel. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Folgt mal hier diesen Link, Sprees Gartengarnituren. Dort ist der nächste Vollasi unterwegs. Er hat einen geilen Adventskalender. Und nebenbei macht er auch noch mit aus Motorsägen und Holz echt geile Kreaturen. Und guckt einfach mal da rein. So, jetzt geht's für euch los mit den Statistiken. Wie auch immer, auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit meinen Impressionen. Denkt daran, am Mittwoch ist nochmal das Spiel gegen Freiburg 2, da sehen wir uns nochmal wieder. Nach dem Spiel hört ihr mich auch nochmal, ob ihr wollt oder nicht. In diesem Sinne, du der MSV. Unfassbar. Thank you.
Thank you.
der MSV Duisburg verliert heute 4:2 zu Hause gegen Dynamo Dresden. Ja, am Ende viel zu hoch, wie ich finde. Duisburg hat eine sehr gute Partie gemacht. Dresden war natürlich cleverer, hat am Ende dann auch natürlich verdient gewonnen. Aber das Ergebnis fällt für mich viel zu hoch aus. Ja, Duisburg hatte, wie gesagt, schon gesagt, eigentlich ganz gut dagegen gehalten. Dresden waren einfach ja, effektiver, wer aus drei Chancen drei Tore macht. Der hat am Ende auch verdient gewonnen. Ja, wie gesagt, wurde schon hier das wichtigste Spiel ist dann am Mittwoch gegen Freiburg 2. Da hoffen wir natürlich dann auf einen Sieg unserer Zebras. Heute war kein Maßstab. Kommt gut nach Hause. Alles Liebe, alles Gute, euer Daniel. Wir sehen uns nochmal Mittwoch. Ja, mal manchmal im Fußball. Mal gewinnt man, mal gewinnen die anderen oder wie auch immer. Scheiß drauf. Heute war auf jeden Fall mehr dran drin. Ja, wie gesagt, kommt gut heim und wir sehen uns am Mittwoch nochmal gegen Freiburg 2. Bis dann, nur der MSV.